Der Schauspieler und Mixed Martial Artist Jason David Frank, der vor allem als Tommy Oliver, dem grünen und weißen Ranger aus der Original Power Rangers Serie bekannt ist, starb am 19. November im Alter von 49 Jahren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos wurde die Todesursache noch nicht veröffentlicht. Obwohl Mighty Morphin Power Rangers in den 90ern nur 3 Staffeln lang ausgestrahlt wurde, blieb Frank der Power Rangers Franchise verbunden. Während einige die Serie vielleicht als alberne Show für Kinder abschrieben, befassten sich viele Folgen mit wichtigen Themen wie Freundschaft und Verantwortung. Die einfachen Charakterdesigns waren eine einfache Möglichkeit, die Fantasie eines Kindes zu wecken und gleichzeitig wertvolle Lebenslektionen zu vermitteln. Frank spielte zuletzt 2018 Tommy Oliver, auch bekannt als Green Ranger, und zeigte weiterhin seinen Stolz auf das Franchise in den sozialen Medien. Die Figur wurde ursprünglich als kurzfristiger Antagonist eingeführt, aber Franks dynamische Leistung und sein umfangreiches Kampfkunsttraining halfen ihm, einen dauerhaften Platz für die Figur zu finden. Wenn Sie ein Fan von Franks Arbeit sind, wird es Sie freuen zu hören, dass sein letztes Projekt eine Hommage an die Jahre ist, die er als Green Ranger verbracht hat. So wie es aussieht, ist Legend of the White Dragon eine Mischung aus Fantasy, Science-Fiction und dystopischen Action-Thriller. Der Crowdfunded-Film begann im März 2020 als Kickstarter-Kampagne und erreichte nur wenige Monate später sein Ziel von $500.000. Im Juli 2021 sagte Frank gegenüber comicbook.com, dass ein privater Investor von dort übernommen habe. Die Zukunft des Films sei jedoch unklar. Laut der Kampagnen-Website befindet sich der Film derzeit in der Post-Production, ohne dass ein festes Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde. Neben Frank in der Besetzung sind Jason Fawn von Power Rangers Time Force und Kiara Hanna von Power Rangers Megaforce. Laut der Website des Films folgt die Handlung einem demütigen Krieger, der nach einer Niederlage im Kampf nach Hause zurückkehrt. Frank spielt Eric Reed, bekannt als der Weiße Dacher, bevor seine Energiequelle im Kampf zerstört wurde. Ohne Zugriff auf die volle Breite seiner Kräfte und gemieden von den Menschen, die er nicht beschützen konnte, ist Reed entschlossen, das Böse zu besiegen, das sein Zuhause verwüstet. Er braucht jedoch mehr als nur Glück, um seine Kräfte wiederzuerlangen und seinen Namen zu rächen. Während die Prämisse des PG-13-Films einen etwas düsteren Ton hat als Franks frühere Arbeit, erinnert Eric Reeds Hintergrundgeschichte an Tommy Olivers Handlung in Mighty Morphin Power Rangers. Die Zuschauer werden sich daran erinnern, dass der grüne Ranger seine Erlösung als weißer Ranger fand, nachdem er von Rita Repulsors Gedankenkontrolle befreit worden war. Is it really you? In the flesh. Trotz der jenseitigen Kulisse basiert die Lektion im Herzen der Geschichte auf der Realität. Ähnlich wie Mighty Morphin Power Rangers fantastische Handlungsstränge verwendete, um der herzwärmenden Moral einen Schlag zu versetzen, wandten die Köpfe hinter Legend of the White Dragon die gleiche Taktik an, als sie die Handlung des Films ausarbeiteten. Laut Frank inspirierten Gefühle wie Isolation und Bedauern die emotionale Reise seiner Figur. Obwohl Reed ein Charakter mit unglaublichen Kräften ist, hat er wie alle anderen seine Probleme. Frank sagte comicbook.com bereits 2021, "Viele Teenager und Kinder haben mit Depressionen zu kämpfen, besonders während dieser Quarantäne. Niemand denkt wirklich über den Aspekt der Depression nach. Ich habe also das Gefühl, dass sie sich auf ein realistisches Leben beziehen können, was bedeutet, dass wir alle Probleme haben, mit denen wir uns befassen müssen. Das wirst du bei Eric Reed sehen." Frank hat in den Monaten vor seinem Tod für Legend of the White Dragon geworben, einschließlich des Zeigen des Helms der Figur und eines Fan-Tattoos auf seinem Instagram. Es ist unklar, wann der Film erscheinen wird, obwohl Vulture berichtet, dass er derzeit voraussichtlich irgendwann im Jahr 2023 veröffentlicht wird.